Heute machen wir Wiener Wäschermädel. Wiener Wäschermädel sind Marillen, gefüllt mit Marzipan, durch den Backteig gezogen und ausgebacken. Und dazu servieren wir eine aufgeschäumte Vanillesauce. Warm. Beginnen wir mit dem Backteig. Ein Ei klären wir ab. Also wir trennen das Dotter vom Eiweiß. Mehl, Weißwein. Das tun wir mit Salz und Öl verrühren. Den Dotter geben wir dazu, nachdem wir das Mehl mit dem Weißwein und dem Öl verrührt haben. Der Teig sollte so 20 bis 30 Minuten lang rasten. Für die Vanillesauce. Beginnen wir damit, dass wir den Obers in eine Pfanne geben, die Vanilleschoten aufschneiden und auskratzen und das Mark samt der Vanilleschote in den Schlagobers geben und aufkochen. In der Zwischenzeit können wir die Eidotter mit dem Zucker glatt rühren und dann die Vanilleschote mit dem aufgekochten Schlagobers hineingeben und auch glatt rühren und dann am Wasserbad lassen wir es dick rühren. Oder zieht man es dann zur Rose ab und dann hat man wunderbar herrliche Vanillesauce. Zur Rose abziehen ist dann, du lässt es über einen Löffel laufen und wenn du dann drauf bläst, dann siehst du, dass es nicht gleich hinunterläuft oder man nimmt einen Kochlöffel, einen Holzkochlöffel, sondern so wie Rosenblätter schaut das dann aus. Vom Zentrum ausgehend sind so leichte Wellen zu sehen und wenn das dann stehen bleibt, dann weiß man, dass man die richtige Konsistenz hat. Für die Marillen, vorzugsweise österreichischen Marillen, die wir auf der Seite kurz einschneiden, damit wir sie nachher leichter schälen können. Und jetzt werden sie blanchiert. Wasser aufkochen, Marillen reingeben und in Eiswasser abschrecken. Auf der Küchenkorb gut ein bisschen abtropfen lassen, schälen. Nachdem wir die Marillen geschält haben, könnte man es jetzt auf der Seite einschneiden und den Kern so rausholen. Ich mache es am liebsten mit einem Holzkochlöffel durchstechen, auch beim Marillenknödel mache ich das so. Und dann bleibt die Marille ein bisschen schöner zusammen. Die können wir jetzt dann auf die Seite geben und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Marillen zu Marzipankugeln herrichten, die wir dann ersatzweise vom Kern wieder in die Marille hineinstecken. Jetzt nehmen wir das Marzipan. Stecken das in die Marille hinein und tun jetzt die Marillen mit einem Orangenlikör oder einem Marillengeist am besten noch marinieren und mit Puderzucker bestäuben. Und so lassen wir es ein bisschen ziehen. Jetzt müssen wir den Backteig fertig machen. Der hat jetzt ca. eine halbe Stunde gerastet. Dafür schlagen wir das Eiweiß mit Zucker auf und heben das dann vorsichtig durch den Backteig. Richten uns jetzt alles zum Backen her. Ich habe mich heute für den Schlagobers so froh entschieden, weil ich euch mal zeigen wollte, dass man das auch so machen kann. Und weil die Vanillesauce ist dann ein bisschen leichter. Und ich finde es auch ein bisschen schöner beim Anrichten, wenn sie so in ein bisschen schönen, leichten Schaum drin steht. Jetzt backen wir die Marillen. Dafür tun wir die Marillen auf einen frischen Teller ohne Marinade und tun mit ein bisschen an Weizenpuder. Weizenpuder ist Weizenstärke. Das ist kein Mehl und auch keine Maisstärke, sondern einfach reine Weizenstärke. Das gibt es im Internetfachhandel oder in der Apotheke. Man glaubt gar nicht, was man in der Apotheke alles bekommt. Ein bisschen darüber stauben, damit der Teig dann auch ein bisschen besser hält. Geben wir alle Marillen in den Backteig hinein. Das Öl ist schön auf 160, 170 Grad. Und mit der Hilfe einer Gabel lassen wir die alle jetzt so ins Backfett reingleiten. Das dauert so circa zwischen 3 und 5 Minuten.
Danach nimmt man es raus und lässt es wieder auf dem Küchengrill abtupfen. Aber wir haben ja da noch die Salbeiblätter. Die schmeißen wir auch noch hinein ins Frittierbad. Lassen das kurz aufpoppen. Das ist wahnsinnig laut und spritzt auch, aber das Ergebnis ist einfach super. Dann einfach nehmen die Marillen und mit Zimtzucker bestäuben. Zum Anrichten, mit der Hilfe von dem Schlagobersiphon, setzen wir jetzt die Vanillesauce in die Mitte. Zwei von den Bechamelen drauf, die Salbeiblätter, habe ich noch ein bisschen frische Minze und einen Lavendel. Das ist alles, das steht alles vor der Haustür, also man braucht es nur nehmen. Und noch ein bisschen mit dem Staubzucker geben, dann tun wir das Ganze noch ein bisschen anzucken. Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Dessert, was jetzt auch nicht auf jeder Speisekarte steht. Leider.